Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stationeers zusammen mit China. Hallo. So, ja, wir sind wieder zurück und bauen fleißig weiter. Wir haben hoffentlich gute Nachrichten. Zumindest haben wir jetzt ein Workaround für unser Lag-Problem. Chinas Verzögerung, Eingabeverzögerung, sollten jetzt der Vergangenheit angehören, weil im Moment hostet China das Spiel. Und ich kann aber auch alles sofort hier nehmen und zurückstecken. Das scheint also alles gut zu sein. Wir beobachten das weiter und wollen hoffen, dass es jetzt so gut bleibt. Ja, es kann wirklich sein, dass vielleicht dein Rechner mit Stationeers ja wirklich überfordert war. Ich kann es mir zwar nicht so wirklich vorstellen. Ja, ich aber auch nicht. Ich gebe aber zu, dass der halt auch schon so seine Jahre auf dem Buckel hat. Von daher, ja, wer weiß. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie alt meiner ist. Der ist letztes Jahr, nicht vorletztes Jahr. Und zu dem Zeitpunkt war er annähernd High-End. Ja, okay. Dann würde ich sagen, ist dein Rechner definitiv performanter als meiner. Ja. Ich drucke uns jetzt mal ein paar Schränke. Wenn mir einfällt, wie die heißen. Was heißt nochmal Schrank auf Englisch? Ja, genau. Ich habe gerade auch. Es ist ein... Ein Locker, genau. Ja, das ist ja, Locker ist eine spezielle Art von Schrank. Ja, das kommt ja auch noch hinzu. Richtig, weil wie ich beim letzten Mal nach Schild gesucht habe. Sign, ja, das ist ganz einfach. Das ist. Ich habe Minecraft gespielt, da stellt man auch Signs her. Aber wenn es einem in dem Moment nicht einfällt, dann war es das. Ja, das stimmt, dann steht man auf dem Schlauch. So, die alte Furnace, die kann jetzt aber wirklich endgültig weg und ich hoffe, dass wir die nie wieder aufbauen müssen. Wir haben uns nämlich noch um Gase gekümmert, damit wir genug Fuel für den neuen Furnace herstellen können. Das heißt, alle unsere Probleme, die wir... Oh, hier, was? Im Furnace war auch noch ein Suit drin. Ich schätze, dass der da reingeflogen ist, weil... Ja, beim letzten Ausloggen ist wohl einer unserer Charaktere hier verstorben und deswegen haben wir jetzt hier noch einen Suit über. Irgendwas ist ein bisschen schief gegangen. Genau. Keine Ahnung was. Sorry. Locker. Hast du im Kopf, ob deine Kabel hier Richtung Batterien fertig sind? Das an der Stelle ist fertig und kann zugeschweißt werden. Ich habe jetzt hier angefangen, gelb zu färben, so ein bisschen, damit man sieht, das ist die Zuleitung. Also gelb ist die Zuleitung. Das sollten wir halt noch über das Temperature Critical. Oh, hoppla, hier ist aber heiß. Oh, schon besser. Hast mich beinahe angezündet da. Hallo, bei mir ist auch 1200 draußen. Ich habe direkt eine Warnung. Hier drin jetzt auch, meine Güte. Das ist echt, also das mit der Temperatur, das kriegen wir jetzt hier auch so schnell nicht mehr rausgelüftet. Ne? Das ist einfach das Problem. Und wenn wir hier mal Atmosphäre drin haben, dann wird das noch eine ganz andere Nummer werden. Wir müssen dringend forschen und den besseren bekommen. Das Problem war jetzt aber, das war jetzt von außen bei bestem Willen nicht zu schweißen. Nee, keine Chance. Klar, da werden wir auch in Zukunft nicht drüber rumkommen, dass wir irgendwas zum Schweißen haben. Deswegen meinte ich ja, dass wir forschen und den besseren Welder uns holen. Ich guck mal gerade in der Forschungsmaschine. Das sind nämlich die Advanced Tools. Da brauchen wir gelbe Forschungskapseln und drei rote für. Die gelben brauchen ein bestimmtes Material, das wir jetzt aber mit dem Advanced Furnace herstellen können. Kapsel. So, die gelben brauchen... Okay, das Astroloy. Was? Astroloy? Seit wann brauchen denn die gelben Forschungskapseln Astroloy? Nagel mich nicht drauf fest. Ich glaube, irgendwann haben sie mal irgendwas in der Richtung gesagt, dass sie die Rezepte verändert haben. Das ist aber schon eine Patchnuss von vor Ewigkeiten. Ja, okay. Also können wir auch herstellen. Ist jetzt nicht das Problem. Die Temperatur, der Druckbereich ist recht empfindlich, aber Temperatur ist unempfindlich. Ich sehe nur, wir brauchen Kupfer, Stahl und Kobalt. Wir haben 3 Kobalt. Damit kommen wir natürlich nicht weit. Aber Kupfer und Stahl haben wir natürlich. Ich würde sagen, ich baue mal ein paar Schränke in den Furnace-Raum, damit wir die Barren dahin bringen können. Wie ist die Temperatur? Hier drin
Immer noch 1200 Grad. Ein Fenster reicht dann, ich muss zwei oder drei machen. Ist im Furnace Room auch immer so gewesen, dass wenn man da noch geschweißt hat, dass das... Eins hat gereicht. Ah, okay. Ich dachte, du hättest es schon auf. Ja, ich hab's aufgemacht. Ich hab's jetzt komplett abgebaut. Ah, okay. Okay, so. Das wird hoffentlich die sichere Variante sein. Mhm. So, dann die Sheets. Dann das Glas. Ich hab's befürchtet. Da geht's, weil hier das... Moment. Warum geht's da? Ah, jetzt sind diese Kühlelemente auch noch ein Problem. Ich werde verrückt. Auf was man alles achten muss. Das kriegen wir da auch nicht hin. Da ist wahrscheinlich ein Kabel im Weg. Ja. Gut, zwei müssten aber eigentlich auch reichen. Sieht besser aus so. Okay, Schränke sind da. Dann kommen hier jetzt die ganzen Barren rein. Alle, die wir haben. Was auch immer du für Unsinn machst. Aha. Ist vielleicht gar nichts, gar nicht so falsch. Ich stelle einfach noch ein paar Schränke auf gerade. Ja, wir brauchen dringend Schränke. Wir müssen auch über die Konzeption eines Lagers noch nachdenken. Eigentlich hätte ich das gerne im Erdgeschoss. Brauchst du noch Schränke? Nee. Hast du da noch welche rausgeholt? Nee, ich hatte jetzt umgestellt. Nee, ist alles gut. Ich frage mich, ob wir mit der Base nicht insgesamt ein bisschen zu hoch sind. Ah, das Gewächshaus. Oh, willst du das wirklich zwei Felder hoch machen? Muss nicht. Ich habe mich da vergiss, was ich gesagt habe. Ja, wir können zwei Felder, aber es ist natürlich auch wieder mehr Aufwand. Also ich überlege gerade über die generelle Form und Höhe der Base, weil wir doch recht hoch sind. Man könnte es sicher noch ein bisschen eleganter bauen, aber mir fällt gerade auch nicht ein, wie... Ja gut, also die äußere Würfelform ist momentan ja eher so materialbedenkt, das war da nicht. Ja. Ich meine, wir können jetzt anfangen, die schön zu verkleiden und zu versuchen, da Rundungen reinzukriegen und alles. Ist aber irgendwie momentan der falsche Ansatz fürs Material. Ja, von der Würfelform werden wir leider nicht wegkommen. Ja, nicht in Gänze. Du hast doch noch wieder Schränke angemacht. Was? Schränke? Ja. Jetzt können wir ein Schrankgeschäft aufbauen. Das war, ich habe vergessen umzustellen. Ja, pass auf, ich gehe mal eben los. Wir brauchen Kobalt und ich gucke mal, ob ich was finde. Kobalt gehört leider zu den
recht seltenen Ressourcen, aber ohne Kobalt kommen wir nicht so recht weiter. Weil wir, wenn wir jetzt Astroloy machen wollen und den Advanced Welder, also ich würde schon gucken, dass wir versuchen, schnell umzusteigen auf den Advanced. Und ich glaube, ich habe durchaus in der Vergangenheit Kobalt gesehen, aber das war ja immer so, brauchen wir nicht. Ja, das, man braucht es halt eigentlich auch echt spät. Ne? Also Advanced Tools sind halt schon Advanced. Ne? Also aber Gott sei Dank kann man das Blau recht gut hier sehen auf dem Marsboden. Anders als Marsboden auf dem Mondboden, meine ich. Hab ich Marsboden gesagt. Stepper. Was denn hier? Das ist doch Kupfer. Nee, Blei. Vorne ist Eisen. Wer braucht schon Eisen? Uran ist da, das ist noch seltener als Kobalt. Eisen. Kupfer, Eis, Kohle, alles da. Alles da, nur nicht Kobalt. Da ist die Base. Ich bleibe in Reichweite der Base, weil ich jetzt keinen Tracker mit habe. Sonst könnten wir natürlich auch die Brille. Ah, die Brille ist auch unter den Advanced Tools, meine ich, die Erzbrille. Kenne ich noch gar nicht. Ah, die ist total super. Damit kannst du halt die Erze wirklich so röntgenblickmäßig im Erdreich sehen. Ne? Das ist schon cool, aber ja, die braucht auf jeden Fall auch irgendwelche fortgeschrittenen Legierungen. Aber vielleicht nicht unbedingt Kobalt. Mal gucken. Das denn? Das ist doch auch wieder Eisen, oder? Nickel. Okay, Nickel haben wir aber auch. Ah, kein Inhalt im Sticker. Okay. Da ist Kupfer und Gold. Noch mehr Nickel. Eis. Also ist alles da. Nur Kobalt nicht. Komm schon. Vielleicht jetzt auch nicht viel, nur ein bisschen. Nur ein bisschen, sagt er. Gib mir irgendwas. Lithium. Ich habe Kobalt. Super. Einmal ganz um die Basis rum. Es war leider nur ein Bröckchen. Du wolltest nicht viel. Ja, aber ein bisschen mehr schon. Ich gucke noch mal aufs Rezept. Nee, ein bisschen mehr könnte man schon gebrauchen. Also 25 wären gut. Naja, das war wirklich nur... Moment, da zeigt der Bohrer aber noch an, dass da Kobalt ist. Ah, der lügt bestimmt. Ach, der würde dich doch nicht anlügen. Ach, der Bohrer wird alles tun, um eingesetzt zu werden. Gott, das geht jetzt wieder in eine völlig falsche Richtung, das Gespräch. So, ich habe tatsächlich die Orientierung verloren. Gehen wir mal kurz auf den höchsten Punkt hier. Nee, da ist nicht die Base, die muss in die Richtung sein. Da ist noch was Blaues, das könnte Kobalt sein. Oder ein blöd angeleuchtetes irgendwas Eis. Das ist Oxide, schade. Du kommst in meine Richtung.
Du hast den Tracker an, ja, das ist sehr nett von dir, weil ich bin tatsächlich gerade etwas lost, aber... Ja, ich glaube, ein ganz klein bisschen weiter links halten. Mache ich gerne. Es wird jetzt eh dunkel. Ja, ich habe da hinten, habe ich schon Lichter gesehen. Also es wird jetzt eh dunkel, ich komme mal zurück. Schade, das war eine sehr magere Ausbeute. Moment, das gucke ich mir nochmal an, das ist aber auch Oxide. Das brauche ich mir nicht näher angucken, oder? Oder? Ne, ist Oxide. Ich wundere mich, warum ich hier die Schränke nicht nebeneinander stellen kann. Wahrscheinlich Kabel im Erdreich, die da verlaufen, weil unter Schränken können leider keine Kabel durch. Das finde ich auch total schade. Der seid hier Kabel. Ne, hier ist eine Stelle, wo keine Kabel sind. Dann oben in der Decke irgendwas drin vielleicht? Rohre oder? Nee, das möchte ich bezweifeln. Okay. An der Stelle, also wenn wir da was gelegt haben, sehr seltsam. Versuch was nochmal. Ja, Kobalt-Expedition leider recht fruchtlos. Placement requires support. Ich meine, gut, wir setzen die Base jetzt eh noch nicht unmittelbar unter Druck, ne? Von daher ist es auch nicht allzu dringend beim Schweißen da. Oh, jetzt hast du schon wieder. Ich hab die Gitter alle wieder weggemacht. Was? Ich hatte die Gitter ja auf der linken Seite schon wieder weggemacht. Ich hab die hier, wenn du die haben willst, für andere Stellen. Ich hatte hier freigelassen, weil ich hier die Anlagen, die Produktionsanlagen reinstellen wollte. Ja, danke schön. Ja, es tut mir auch leid, ich habe es ja auch nicht gesagt. Ich hätte natürlich mal was sagen können. Ich wusste ja, dass wir die reinstellen wollen, aber das sagt nicht aus, was man benötigt. Ja. Ja, komm, ich baue den Kram jetzt ab. Wir machen jetzt den Elektroprinter schon mal rein, dann ist der drin. Deconstruct. Deconstruct. Grinder. Ja, wenn du dir mal die Schränke anguckst auf der linken Seite, dann sag mir, dass man auf der linken Seite von dem linken Schrank keinen Schrank hinstellen kann. Was? Was kann man nicht? Ich kann hier keinen Schrank hinstellen. Also da muss aber einer hingehen. Da ist ja nichts, was blockiert. Ja, yep. Doch, das geht. Da ist ein Locker-Kit im Schrank, kannst du gerne versuchen. Ich hab keinen Erfolg. Ich probier's gleich mal. Eigentlich müsste es gehen. So. Großartig. Oh, da kommt jede Menge Material runter. Ja. Unter anderem auch sehr wertvolles, wie zum Beispiel hier das. Ja gut, das Solar geht jetzt noch, aber hier ist Elektrum. Ja, mein Inventar ist natürlich gerade irgendwie so mit Gratings voll. Ich weiß auch nicht, wieso. Ist das... Oh. Komm jetzt erstmal rein damit. Noch irgendwas? Nein. So. Das müsste auch an der Maschine hier gehen. Ach, da. So, jetzt wollte ich aber eigentlich...
Ja, du baust ihn gerade ab, sehr schön. Ja, keine Sorge, ich habe vorher das Material rausgenommen. Ja, das wäre eine Sache, die ich schlauerweise auch hätte machen sollen. Ich habe jetzt auch bloß dran gedacht, weil dir der Fehler passiert ist. Hätte jetzt aber auch nicht gedacht, dass die hier wirklich einmal komplett durch die ganze Atmosphäre fliegen. Ja gut, das ist der soll auch links dann nehmen und die beiden dann auf die andere Seite. 4. Ja, okay. Ich bin mit Sachen überladen, das ist... Gucken wir mal noch ein paar Schutz. Schutz. Das kann damit hin. Hey, aus wie vielen Teilen das Ding besteht? Ja, ne? Wolltest du den gerne hin? Ja. Hier links daneben, in dem korrekten Abstand. Ich weiß noch nicht genau wie, warte mal. Also ich dachte auf diese Seite 2 und auf die andere Seite 2. Und wenn du den Drucker genau auf die Mitte der Kachel vielleicht hier stellst, auf diese hier, genau auf die Mitte und schön hinten an die Wand ran. Ja, perfekt. Oh, sieht gut aus. So, jetzt die Sachen. Ach, hey. Es könnte gleich wieder warm werden. Ja, ist klar. So, dann die Cable Coils. Dann die Plastic Sheets. Zusammen mit einer Welding Torch ran. Oh. Es wird plötzlich kälter. Was hast du gemacht? Hast du das Fenster noch offen? Ich habe nichts gemacht. Ich habe auch nichts gemacht. So, dann. Vielleicht hast du jetzt ein Kaltschweißgerät. Das wäre toll. Verdammt, wie war nochmal das? Die Mod daran hauen. Atmet mein Charakter, atmet aber auch wie bescheuert, wenn er da in der Hitze steht. Irgendwie. Wie hat man nochmal die Mod rangebaut? Schweißgerät? Die Mod ist doch automatisch dran. Ach nee, ist nicht. Stimmt, die Mod. Schweißgeräte dann einfach, genau. Hast schon geschafft. Ja, ich wollte eben. Irgendwo, wie war das? War doch ganz einfach. Ja, ist es auch. Aber es wird einem leider nicht gezeigt. Das finde ich auch ein bisschen schade. So. Okay. Die beiden schon mal da stehen. Muss jetzt nur noch den Stecker dran. Ach, den Stecker habe ich abgebaut. Dann schmeiße ich den hier kurz dran. Und wir stellen ein auf 50, haben wir mal gemacht, ne? Okay, gut. So, ich habe mal ein Fenster komplett abgebaut, damit wir auch die restlichen notfalls schweißen können. Ja, wunderbar. Ich lege mal Kabel hier rein. So, auf die andere Seite müssen ein Toolmaker und der Atmos-Printer, oder? Hm, genau. Und die können wir jetzt genau so anschließen. Das war jetzt eventuell.
Mit In- und Output. Oh, gut, dass ich da noch dran gedacht habe. Kann ich hier bitte auch. Wow, was haben wir alles in dem Atmos-Printer drin? Wahnsinn, ne? So. Entry. Dann. Der. Dann die Wirecutter. Wenn er sagt gegenüber, dann wird er vermutlich hier meinen. Ich meinte eigentlich hier auf die, ah, diese Wand. Und dann einen hier. Und einen hier. Die stehen also relativ, die stehen etwas dichter zusammen, die beiden dann. Oder meinst du, das sieht nicht gut aus? Ich kann dir mal ein kleines Problem zeigen beim Aufbau. Ja, okay, nee, brauchst du gar nicht. Jetzt wird mir ja schon selber klar, was da los ist. Ja, gut, wir können natürlich die Kabel hier an der Wand entlang verlegen und dann hier wieder runterziehen. Ach Gottchen, also die Kabel, das ist natürlich auch immer... Ja, dann würde ich sagen... Dann stell sie aber hier so hin, dass sie beide von vorne bedient werden können. Also, weil wenn sonst hier die Geräte, die Sachen ausgeschmissen werden und das werden immer mehr, dann werden die sonst, wenn du die hier andersrum reinstellst, nämlich in die anderen Geräte reingeworfen irgendwann. Ja, ich weiß, was du meinst. Hm, okay. Linke Maustaste, nicht rechte Maustaste. Waren das die Iron Sheets als erstes? Plastic Sheets. Screwdriver. Was ist ein Sauerhaufen da draußen? Der hatte der auch einen Sticker? Steht der noch da? Ja, der steht noch da. So viel Platz hatte ich eh nicht im Inventar. Das war dann irgendwann. Nee, der wollte nicht mehr. Der hier hat jetzt aber keinen Sorter gehabt. Nicht, dass wir da wirklich einen großartig brauchen. Nicht wirklich, ne? Aber einfach der Vollständigkeit halber finde ich das schön, wenn wir überall dran machen. Ist das der das ist der Atmosprinter. Okay, dann drücke ich direkt mal ein paar Shoots noch aus. Haben wir nämlich nicht mehr. Eisen fehlt. Ja klar, hier fehlt alles drin im Moment. Suche. Eisen. Benutze Eisen in Printer. Drücke Knopf. Haben wir noch Platz?
Was, wieso ich noch Iron Sheets in der Hand? Im Inventar. Der ist doch fertig. Ich weiß nicht. Pack ich die erstmal hier hin. So. Dann noch einen Sticker. Ah, die ganzen Barren hattest du nicht zufällig wieder mitgenommen, oder? Also nee, da bin ich jetzt dabei. Okay. Ach ja, stimmt. Fällt gerade was ein. Was denn? Denk daran, dass du die Barren reinwerfen musst. Die Inputs sind zum Reinwerfen. An dem Punkt war ich jetzt noch gar nicht. Okay, ja, wirst du dann gleich noch sehen. Ja, sehr schön. Das spart Platz. Ja, guck dir mal die Barrengröße an. Wie hast du gemacht? Ich habe den Stacker auf 100 gestellt. Ja, kannst du machen. Ja. Kannst bis 500 hochgehen. So viel würde ich jetzt momentan nicht machen. Ich wusste das nicht, dass es mit den Barren geht, außer Ach so, Stahl. Ja, ja. Aber dann das kam geht. Da so ein 50er Stack, so ein 70er Stack Eisen irgendwo raus. Ja. Moment. Das musste sofort getestet werden. Ganz unabhängig davon, bevor wir wieder eine Folge schneiden müssen. Haben wir es schon wieder soweit, ne? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao. Ciao.